Bist du schon immer Christ gewesen? Ja, ist die Frage, wo fängt Christ an? Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, ich hatte von klein auf immer den Kontakt irgendwo zur Gemeinde und auch im entferntesten Sinne auch quasi dann auch zu Gott gehabt. Aber so diese persönliche Entscheidung habe ich erst ja, im jugendlichen, fortgeschrittenen Alter einfach getroffen. Ja, ich habe damals in der Jugendstunde, war das bei uns gewesen, da hat dann damaliger Jugendleiter dann einfach uns einfach so ein bisschen damit vor die Wahl einfach gestellt, einfach, ne? Weil er wusste, da sind ein paar Leute dabei, die eben noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und er hat die anderen Leute, die schon bekehrt waren, hat er einfach dann mal rausgeschickt und hat gesagt, da waren noch zwei Kerle übrig, das war eine war ich davon, und er hat gesagt, ich werde erst den Raum hier verlassen, wenn ihr entweder aufgestanden seid und gegangen seid oder euch dafür entschieden habt. Ne? Und der eine Kerl ist dann irgendwann gesagt, ich kann das noch nicht, ich bin noch nicht so weit, ist aufgestanden und hat den Raum verlassen. Und ich saß dann, ich weiß nicht, wie lange es war, 15, 20 Minuten saß ich dann da, und ich habe eigentlich gewusst, ich muss diesen Schritt jetzt machen. Oder ich sollte diesen Schritt einfach machen. Und ich hatte so einen extremen Kampf einfach in mir drin gehabt. Am Ende habe ich gesagt, ja, ich mache das. Wir haben dann zusammen gebetet. Ja, aber so richtig gefühlt, muss ich sagen, habe ich das zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, ich bin immer nach wie vor davon ausgegangen, dass ich es ein Kind Gottes bin. Habe das dann auch so ganz öffentlich nach außen irgendwo getragen, sage ich mal, mehr oder weniger. Aber ich habe das nie so richtig gefühlt. Ja. Und dann einige Jahre später, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Es wird so um die 20, 21 gewesen sein. Da habe ich dann irgendwann wirklich eine bewusste Entscheidung noch mal persönlich einfach getroffen für Jesus. Habe gesagt, jetzt mache ich das wirklich fest. Und dann habe ich auch gemerkt, wie diese Veränderung einfach auch in meinem Leben einfach eingetroffen ist. Mhm. Nicht nur quasi als Lippenbekenntnis, sondern wirklich auch in mir selber etwas passiert ist. Mhm. Ne? Und ab da ging dann quasi so auch diese geistige Reise dann noch mal los. Als Baby quasi, wo ich dann einfach, klar, ich habe den ganzen Background gehabt, sag ich mal, aus der Gemeinde oder so. Aber so die persönliche Entwicklung ging ab da dann so richtig erst los. Ne? Das heißt, also du hast dich bekehrt bei dieser Gelegenheit mit dem Jugendpastor, aber so die persönliche Beziehung mit Jesus, die hat sich erst später dann so konkretisiert, dass du selber so diesen Kontakt intensiviert hast, diese Beziehung? Ja, das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt, wo der Jugendpastor uns aufgefordert hat, diese Entscheidung zu treffen, ob da schon so der eigentliche Funk übergesprungen ist. Mhm. Das war einfach so eine Sache, ich habe gemerkt, ich muss das oder soll das auch machen, habe mich dann dafür entschieden, aber ich habe es nicht gefühlt, absolut nicht gefühlt. Mhm. Ich habe mir das immer wieder so eingeredet, weil für mich war das klar, ich habe jetzt an dem Tag mein Leben Jesus gegeben. Und ich habe das auch geglaubt, aber ich habe gemerkt, irgendwie, da ist noch nicht innen drin diese Veränderung einfach geschehen. Und ich habe dann, wie gesagt, noch ein paar Jahre mein Leben so gelebt, auch immer wieder mit Tiefschlägen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich habe das gemerkt, da ist noch nicht dieser Funke übergesprungen. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt muss ich das wirklich persönlich festmachen. Und da war auch niemand dabei gewesen. Ich weiß noch nicht mal, welcher Tag das gewesen ist, aber das spielt für mich im Endeffekt auch keine Rolle, weil ich weiß, ich habe gemerkt, einfach ab dem Moment war ich wirklich ein Kind Gottes, und und ab da ging quasi diese Reise erst so richtig los. Ne? Interessant, ja. Würde ich sagen, war bei mir ähnlich, dass ich diese Entscheidung für Jesus ganz im Privaten getroffen habe. Mhm. Also im Zimmer, wo ich gemerkt habe, das ist so eine Entscheidung, so frei auch von äußeren Umständen. Ja. Deswegen wäre eigentlich meine Frage auch gewesen, ob du diese Situation im Nachhinein mit dem Jugendpastor, ob du das irgendwie so... Also ob du wegen des Drucks sozusagen, dieses Erwartungsdrucks ja gesagt hast, oder weil es so deine eigene Entscheidung war. Also du hast ja gesagt, dann hast du diese Entscheidung, die hast du dann eher so im Privaten getroffen, für dich persönlich, und dass es so innerlich gereift ist. Du hast jetzt auch von so Tiefschlägen sportlich, passt ja auch zu deiner Sportart Boxen sehr treffend, aber auch so privat. Könntest du über die Tiefschläge, die du so in der Zeit
vor deiner Entscheidung für Jesus und dann auch danach? Du hast gesagt, du hast danach dein Leben erstmal auch noch so für dich selbst gelebt. Könntest du davon ein bisschen berichten? Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel schön, auch klar, ich habe auch schöne Erinnerungen an meine Kindheit, aber eben auch viele negative Erinnerungen aufgrund dessen, weil meine Eltern sich sehr viel gestritten haben. Und das haben wir als Kinder, ich habe noch drei Geschwister und wir haben das immer sehr stark mitbekommen. Diese Streitigkeiten zwischen Mama und Papa, und das hat uns und auch mich extrem belastet. Und deswegen habe ich einfach über die Jahre, jetzt gerade wo ich auch älter geworden bin, einfach wahrscheinlich automatisch gesagt, ich hake diese Zeit einfach irgendwo ab und habe das irgendwo in den Hintergrund geschoben, auch verdrängt. Also wenn ich mich bewusst zurückerinnere, würde ich schon wahrscheinlich viele Sachen wieder, sag ich mal, so im Kopf aufleben lassen können, dass ich mich wirklich daran erinnere, aber ich meide es, muss ich ehrlich sagen. Ne? Weil es mich einfach sonst zu sehr wieder, sag ich mal, zurückholt in die Vergangenheit und mich irgendwo auch dann belasten würde. Okay. Und ich habe gesagt, ich möchte nach vorne schauen. Ich möchte die Vergangenheit mehr oder weniger auf sich beruhen lassen. Die soll nicht mehr Teil meiner Gegenwart, meiner Zukunft sein, sondern ich möchte mich nach vorne einfach ausrichten. Ja, aber ich habe halt, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, ich bin jetzt keine 2 Meter groß oder sowas, ja, was auch vollkommen okay ist, aber ich war auch von klein auf quasi immer sehr klein von Gewuchs und habe dann dementsprechend auch nicht so dieses Selbstbewusstsein nach außen ausgestrahlt. Und das habe ich dann oft auch zu spüren bekommen von Schul- oder Klassenkameraden, die aus was für immer auch Gründen dann einfach mich angefangen haben zu mobben und sowas, ja, auch körperlich anzugehen. Genau, das war so eine Zeit, sag ich mal, teilweise so Phasen einfach, die mich schon krass belastet haben, ne? Weil ich dann nicht unbedingt immer gern auch in die Schule gegangen bin, weil ich wusste, okay, dann treffe ich wieder auf die Leute, die mir nichts Gutes, sage ich mal, wollen. Ja? Und das waren halt so immer wieder so Momente, auch so Phasen, die mich einfach irgendwo psychisch, sag ich mal, irgendwo auch unter Druck gesetzt haben und auch belastet haben. Und ab dem Moment, wo ich mit dem Kampfsport einfach angefangen habe, habe ich gemerkt, dass sich da auch was geändert hat. Ich bin jetzt nicht irgendwie größer und stärker und alles unbedingt geworden, aber ich habe ein ganz anderes Selbstbewusstsein nach außen ausgestrahlt und das hat schon gereicht, dass die Leute auf einmal mich in Ruhe gelassen haben. Mhm. Ne?